Hallöchen und willkommen zu einem neuen Baututorial auf meinem Kanal. Ich gebe zu, es ist lange her, aber ich habe mir auch was Cooles überlegt. Ich suche mir jetzt erstmal hier einen Spot, wo ich mich hinstellen kann, damit wir reden können. Leider ist ein bisschen düster hier alles, aber das geht schon. Okay, genau, und zwar habe ich mir überlegt, dass wir in der nächsten Zeit als Baututorials quasi pro Biom ein Haus bauen. Und die Regel ist, man darf nur Blöcke verwenden, die man in dem Biom gefunden hat. Ich habe mir als erstes Biom, jetzt einfach mal damit wir reinkommen, das Standard-Minecraft-Waldbiom rausgesucht. Das heißt, wir haben nur Eichenholz, Stein, was wir unter der Erde finden, Glas, was wir zum Beispiel in den Flüssen am Rand finden, genau und so. Damit wir grundsätzlich erstmal nur dieses eine Biom drin haben. Genau, also Fichte zum Beispiel taucht auf gar keinen Fall irgendwo auf. Und das ist ein bisschen die Idee, die ich jetzt hatte, dass wir das quasi für jedes Biom einmal machen. Das heißt, dann machen wir irgendwann ein Fichtenhaus. Und also für jedes Biom ist eine spannende Aufgabe. Das müsst ihr dann sagen, ob ihr das wollt. Ihr könnt ja immer mal Biome in den Kommentaren vorschlagen. Genau, und dieses Mal bauen wir eben dieses Haus, das so ein bisschen aussehen soll wie eine Scheune. Aber es ist dann doch ein bisschen modifiziert, weil es hier noch so ein Glasdach hat. Ich habe das Ganze gestern schon mal aufgenommen. Ich putze dieses Haus hier mal kurz weg, damit wir hier direkt bauen können. Bevor wir losbauen, mache ich nochmal ganz kurz eine Führung. Der Garten, den werden wir nicht bauen. Das ist ja einfach nur hier ein Zaun, ein bisschen Feld, ein paar große Bäume. Hier eine Schaukel, einfach auch Eichenholz. Innen drin ist dann das Ganze eher so ein bisschen groß unten. Also hohe Decke und so, finde ich ziemlich schön. Vor allem mit dem vielen Glas. Und hier ist dann sogar so eine Galerie, nennt man das ja. Wo man dann hier hochklettern kann und hier ist noch so ein Geländer, hier ist die Zauberecke und hier kann man sich ins Bett legen und das Coole ist, wenn es jetzt Nacht ist, dann schaut man auch wirklich nach oben. Ich mach mal Night. Oh, und schon ist wieder Tag. Ach, weil ich hier die Game Rule aus hab. Okay, dann wollen wir mal loslegen. Wir haben hier noch so ein paar kleine Lichtbugs, also hier ist immer so ein dunkler Fleck, aber das soll uns nicht stören, das ist einfach, weil unser World Edit noch nicht auf der 1.16.4 ist. Das ist kein Problem. Genau, okay. Und zwar baue ich das Ganze jetzt mal 1:1 hier hin. Ich muss jetzt nur noch mal die Zeit verstellen, weil sonst sind wir voll im Schatten hier. Okay, das sieht doch schon mal gut aus. Dann legen wir mal los. Und zwar ist der Anfang mit Fässern. Dann nehmen wir hier Fässer und setzen die, immer nach oben zeigend. Mit 2 Abstand, 1 Abstand, 2 Abstand. Und in diese Richtung 2 Abstand und in der Mitte 3 Abstand und 2 Abstand. Das heißt, das Haus ist in diese Richtung 2 Blöcke länger. Und dann wieder 2:1:2 und 2:3:2. Okay, auf jedes Fass dürfen direkt mal 3 Stämme aus Eichenholz. Okay, und jetzt kommen wir schon zu den Wänden. Für die Wände habe ich mir Stripped Oak Log ausgesucht. Das ist ein bisschen aufwendiger, weil man jetzt wirklich quasi für jedes Stück Wand einen Baum füllen muss, gefühlt. Allerdings sieht es dafür auch ziemlich cool aus, finde ich. Also um einiges besser, wie wenn wir da jetzt einfach Bretter reingeklatscht hätten. Genau. Ansonsten, wenn ihr euch nicht die Mühe machen wollt mit den Bäumen, dann setzt einfach gerne Bretter rein. Das mache ich mal wieder weg. Okay, wir setzen jetzt erstmal unten überall einfach einen Querbalken rein. Und jetzt schnappe ich mir schon direkt Glas, weil dann bauen wir die Fenster damit in einem Schwung. Dann ist das ein bisschen einfacher. Okay, und zwar ist der nächste Schritt nämlich, wir überlegen uns mal grob, wo wir die Türen haben wollen. Und zwar mache ich jetzt hier einfach 3 Türen, eine hier, eine hier, eine hier. Das lassen wir frei. Und über diese Türen, da kann man so einen coolen Bogen machen. Ich weiß nicht, ob ihr mal das Gronkh-Let's Play geguckt habt, dieses, was so ungefähr jeder mal gesehen hat. Dieses uralte, erste Minecraft-Let's Play. Und er hat auch solche Bögen um die Türen gemacht und ich fand es früher so cool, hab das dann aber nie wieder gebaut. Jetzt habe ich gedacht, ich bringe das mal irgendwo ein. Genau. Und hier machen wir aber Glasscheiben rein, weil die Tür, die muss ja hier andocken. Das heißt, wenn hier eine Scheibe wäre, dann berührt die Tür nicht das Glas. Das heißt, hier müssen Blöcke hin, aber hier können auch Glasscheiben rein. Und da, wo kein Glas ist, setzen wir dann einfach senkrecht die Stämme. Ich setze das Glas jetzt immer so, dass es hier innen ist und hier, also eigentlich nicht an den Ecksäulen. Mache ich ja in den anderen Tutorials auch immer so. Finde ich irgendwie besser. Hier können wir sogar mal 3 Fenster machen, damit es schön licht ist. Wenn man dann innen drin aber den Platz braucht, weil da eine Kiste hin soll, dann kann man es ja wieder. Kann man sich ja dann überlegen. Genau. Und obenrum können wir jetzt einfach abschließen, indem wir wieder eine Reihe querer Balken machen. Dann geht es jetzt schon weiter damit, dass wir hier so ein bisschen den Giebel andeuten. Weil, nee, warte, wir machen noch was anderes davor. Und zwar schnappe ich mir mal noch kurz Planken und eine Tür und ziehe hier ganz schnell den Boden rein und setze die Türen rein.
für die Türen nehme ich mir mal noch eine extra Treppe und setze die hier von innen noch da rein, damit wir hier die Tür reinsetzen können. Und dann runde das so ab. Normalerweise baue ich die Türen eigentlich immer ins Haus rein, also so rum. Aber ich dachte, das ist mal irgendwie was Besonderes, wenn mal die Türen außen sind und es nicht ist wie immer. Wie geht denn das jetzt so? Genau, und hier auch das gleiche, einfach die Türen nach außen hin. Deshalb habe ich hier unten den Fußboden dann auch da rein. Genau, alles klar. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal wirklich an den Giebel ran. Und dafür müssen wir erstmal diese Stämme hier bauen. Und das geht folgendermaßen. Wir setzen hier zwei Blöcke drauf, zwei Blöcke dran, verbinden das Ganze und ziehen hier jetzt drei drauf. Und das gleiche auf der anderen Seite. Hoch, einen außen dran, verbinden, drei hoch. Aber weil diese Seite noch ein Block höher wird als diese Seite, setzen wir hier jeweils noch einen drauf. Also das hier sind jetzt vier, auf der anderen Seite sind es drei. Okay, und hier können wir jetzt seitlich 1, 2, 3 immer noch dran setzen. In der Mitte ziehen wir die Säulen zwei Höhe und verbinden das außen so und innen so. Und hier kommen sogar nochmal zwei Stämme dran. Also zwei hoch, außen direkt verbinden. In der Mitte eins höher verbinden und oben zwei Stämme dran. In der Mitte kommt jetzt hier noch eine senkrechte Säule rein. So, Säule sage ich immer, aber wie nennt man das denn? Ein Stamm. Genau, ein senkrechter Stamm. Und hier oben kommen drei quere Stämme. Einer da, einer da, einer da. Und das gleiche hier auch. Einer da, einer da, einer da. Okay, und irritierenderweise ist es jetzt einfacher, wenn wir mit dem Cobblestone anfangen. Und zwar setzen wir hier drei Dinger und bauen uns jetzt hier einfach so eine Treppe hoch. Bauen die Treppe auf der anderen Seite wieder runter und setzen hier wieder drei Stufen. Und das gleiche hier auch. Der Ziegelsteinrahmen, der wird ein bisschen komplizierter. Da setzen wir hier erstmal vier Treppen dran. Ich mache es erstmal auf einer Ecke und mache den Rest dann schnell. Dann sieht man es in Ruhe. Also vier Treppen. Dann kommt eine Treppe falsch rum dran. Dann kommt eigentlich einfach ein Stufenmuster. War auch nicht so viel komplizierter. Eine Sache kommt dann noch, nämlich können hier unten noch drei oder zwei oder wie viel man will Stufen dran. Außen würde ich auf jeden Fall eine machen, weil dadurch wirkt das Ganze mehr, als würde es nach unten gehen hier. Dadurch kriegt es diesen Scheunen-Look. Wenn ihr das nicht habt, dann sieht es nicht ganz danach aus. Aber ob ihr hier so einen dicken Rahmen wollt, müsst ihr euch halt überlegen. Deshalb mache ich hier drei, damit es hier so ein bisschen hochgeht. Genau, und diesen Rahmen baue ich jetzt einfach kurz an jeder Seite. Damit wir jetzt hier oben ein bisschen besser weiterbauen können, ziehen wir als erstes mal eine Decke rein. Das ist ein bisschen irritierend, aber es macht einfach gerade in dem Moment Sinn. Und zwar setzen wir an diese Kreuzung hier, also wo dieser Stamm hier rüber geht, drei Blöcke dran von jeder Richtung. Und von dieser Kreuzung aus zwei Blöcke. Und füllen dann einfach alles mit Bretter, Stufen, Oak Slabs aus. Hier bei diesen beiden Stämmen lasse ich eine Lücke, die ist 3x3 Blöcke groß. Und das wird später unsere kleine Galerie, wo dann oben ein Geländer dran kommt und man hier jetzt hoch kann. Genau. Okay, und damit fällt es uns hier ein bisschen leichter oben zu bauen. Und zwar können wir hier nämlich jetzt an dieser Giebelkante mal Blöcke auf die Höhe, also vier Blöcke hochziehen. Hier auch, 1, 2, 3, 4. Und das Ganze mit einem Querbalken verbinden. Hier können wir auch eine Verbindung reinziehen. Hier können wir nur zwei Blöcke hinsetzen. Denn hier kommt nachher ein Dach, das so leicht abfällt und sonst sind die Blöcke im Weg. So, jetzt brauchen wir hier oben auch nochmal Wände. Und zwar setzen wir dafür in jeder Ecke drei Blöcke. Setzen jetzt hier in diesen Zwischenbereich nochmal aber drei entrindete Stämme. Und ziehen hier zwischen rein. Zwei Reihen quer. Ob ihr die jetzt quer setzt oder nicht, ist ja egal, das könnt ihr euch dann überlegen. Genau, und hier oben lassen wir aber frei, denn hier kommt Glas hin. Und jetzt müsst ihr euch überlegen, auf dieser Seite ist der Wintergarten und da kommt noch ein bisschen mehr Glas hin, nämlich kommt auf dieser Seite dann noch hier vier Glasblöcke drauf. Und hier dieser ganze Bereich wird aufgefüllt. Denn es wird ja der Wintergarten.
Genau, auf dieser Seite ist dann ein bisschen weniger Dach und mehr Glas und auf dieser Seite ist dann eben mehr Dach. Okay, dann kommen wir jetzt schon zum Dach. Dafür habe ich eigentlich noch alles Wichtige im Inventar. Für das Dach ziehen wir erstmal hier oben einen Giebel entlang mit hier Dings Stone Bricks, seht ihr ja. Und am Ende ragt er eins über und unten noch eine Stufe dran, damit es aussieht wie ein Block. Ups, falsch rum. So. Auf dieser Seite kann noch eine Stufe rausragen. Auf der anderen Seite kommen sogar zwei Stufen. Und hier unten kommt ein kleiner Abfanggiebel sozusagen. Also an die drei Stämme setzen wir hier so Blöcke dran und da geht dann wie so ein Bogen halt. Genau. Der Cobblestone, der verbindet das Ganze hier jetzt. Und zwar haben wir hier erstmal einfach ganz normal aufgefüllt, der Bereich. Gehen dann hier. Okay, das ist gerade ein bisschen schwer. Ich mache gerade einfach und erkläre es nicht so richtig. Also hier hinterm Bogen verbinden wir das Ganze mit vier, fünf sind es sogar, oder? Ja, fünf Stufen auf der Höhe. Gehen dann in der Mitte noch eins höher. Bleiben. Nee, am Rand gehen wir eins höher. Okay, und in der Mitte bleiben wir unten. Jetzt haben wir es. Genau. Uiuiui, da muss ich husten. Genau, ihr könnt auch einfach kurz Pause machen, dann seht ihr. Ja, dann könnt ihr es ja abbauen. Genau, das war das. Und hier können wir außen schon mal zwei Stufen dran setzen. Und die können wir auf der Seite auch setzen. Und jetzt müssen wir nur noch diesen Bogen hier verbinden. Und das machen wir einfach wie? Wir setzen einfach hier Vollblöcke drauf. So. Und jetzt haben wir wieder den inneren Bereich. Jetzt brauchen wir nur noch außen den Rahmen. Und den setzen wir, das wird ein bisschen komplizierter, folgendermaßen. Eine Stufe. Dann zwei Stufen. Das ergibt jetzt einen Block. Dann kommt eine Stufe, die hat eine Treppe dran. Komm schon, komm schon, komm schon. So. Und da dran kommen jetzt zwei Blöcke, also zwei Stufen als Block. Und das gleiche auf der anderen Seite. Stufe, einen Block draus machen, eine Stufe, eine Treppe unten dran und am Ende ein Block. Genau, und das Ganze einfach auch nochmal auf der anderen Seite. Okay, und damit ist das Dach oben auch fertig. Und jetzt fehlt dem Haus einfach nur noch so ein bisschen Detailarbeit. Und zwar schnappe ich mir dafür Fencegates, eine Glocke. Was haben wir hier noch verwendet? Die Trapdoors und hier die Stufen für so ein Vordach. Zäune brauchen wir dafür auch. Okay, jetzt setzen wir mal die Fencegates. Und zwar kommen da einige hin. Ich setze mal hier zwischen die zwei Balken ein Zugnis. Das sieht dann aus wie so eine Verbindungsstrebe. Und dann hier drunter eins, da drunter eins, da drunter eins. Und die mache ich alle auf. Das sieht dann aus wie so Stützbalken. Also, finde ich. Oh, hier haben wir noch gar keine Wand drin. Wie kann denn das passieren? Okay, dafür ziehen wir hier unten wieder einen quer. Setzen jetzt rechts und links. Theoretisch können wir hier auch schon wieder einen Querbalken machen. So, setzen rechts und links einen, der nach oben geht und oben wieder einen Querbalken. Und hier kann ich auch eine Glasscheibe noch holen. Und setzen wir eine Glasscheibe rein. Genau, und jetzt muss ich hier wieder raus. Denn hier kommen dann nochmal drei Fencegates hin. Alle auf. Trapdoors drauf. Und hier drüber nochmal Fencegate, Fencegate, Fencegate. Und über dem Fenster so ein kleines Regendächlein sozusagen. Genau. Hier unten hatten wir die Laterne. Die muss jetzt auch nicht genau an der Stelle hängen. Es war einfach nur noch, damit da ein bisschen Licht ist. Und haben wir jetzt noch was übrig? Genau, hier auf der Seite das gleiche. Hier ein Fencegate, da ein Fencegate, da ein Fencegate, da ein Fencegate. Und unten auf. Und ja, jetzt haben wir oben noch zwei, die übrig sind sozusagen. Und zwar können wir die hier außen hin machen, wir können die auch hier hin machen, das könnt ihr euch überlegen. Ich mache sie bei diesem Haus jetzt mal nach außen. Bei dem Haus habe ich sie nach vorne zeigen lassen sozusagen. Okay. Und damit sind wir von außen ziemlich durch. Jetzt bauen wir gleich noch den Kamin. Ich setze noch kurz hier die Glocke dran. So. Und bevor wir den Kamin bauen, jetzt setzen wir einfach noch kurz die zwei Fenster hier. So. Die Fenster, ja genau. Ne, die zwei Blumentöpfe. Wie so ein bisschen Deko. Das habe ich früher so oft gebaut. Und da setze ich einfach noch einen Farn und ein Eichen. Setze ihn rein. Ah, Hilfe. So, okay. Jetzt für den Kamin haue ich mir hier einfach mal so eine Säule komplett nach oben raus. Und zwar ist das jetzt genau die, wo das Fenster war. Und ich ziehe einmal ganz nach oben Ziegelstein. Oben eine Mauer drauf, da kommt unser Dampf raus, Rauch raus.
Und hier können wir jetzt einfach so ein bisschen, um Variation reinzubringen, mal so einen polierten Andesit, mal einen normalen Andesit. Ich setze hier mal eine... Ups. Das ist, da hat jetzt jemand Hi geschrieben, aber ich habe den Chat ausgeblendet, aber der Jeff antwortet trotzdem für alle. Oh nein, das muss ich mal noch umprogrammieren. Da habe ich geschlambert. Okay. Und hier unten machen wir es noch ein bisschen dicker. Also hier habe ich jetzt noch so eine Treppe rein, damit es aussieht, als fehlt mal ein Stein. Und hier unten wird es jetzt ein bisschen dicker, da kommt nochmal zwei Blöcke, wie auch immer, damit es ein bisschen Textur hat. Und oben drauf eine Treppe. Damit das Ganze von innen leuchtet, schnappe ich mir mal noch ganz schnell hier so ein Smoothstone. Leuchtet, habe ich leuchtet gesagt. Damit das Ganze von innen nach was aussieht, meine ich. Hier kann einmal der Boden rein, damit das Holz, Haus nicht abfackelt. Hier kommt das Feuer hin, hier eine Mauer. Eine Treppe. Hier kann auf der Seite kann theoretisch auch eine Mauer, aber es verbindet sich dann so, deshalb habe ich da einfach gleich einen Block gesetzt bei mir. So. Da drüber kann eine Stufe zum Beispiel und eine Treppe und dann sieht das Ganze aus wie ein Kamin. Es raucht manchmal so ein bisschen durch. Ich glaube, es lässt sich verhindern, wenn man da noch eine Stufe hinsetzt oder so, aber dann wird es ein bisschen massig. Also, dadurch, dass das Video jetzt schon ganz schön lange geht, mache ich die Inneneinrichtung mal so ein bisschen sporadisch. Manche Sachen, die richtet man sich ja sowieso persönlich dann gerne ein. Genau. Und zwar habe ich jetzt hier in der Mitte oben eine falsch rumme Treppe hingesetzt. Und habe darunter einfach ganz viele Trapdoors gesetzt. So, 4 Stück, um genau zu sein. Wenn ich jetzt sneake, kann ich da einfach Leitern dran setzen und kann dann die Leitern hier hochklettern und habe oben, also habe meinen Hochweg geschaffen sozusagen. Ich finde, es sieht so ein bisschen aus wie ein Hängeleiter, finde ich irgendwie ganz cool. Genau, hier oben brauchen wir noch ein Geländer, da setze ich hier und hier eine Trapdoor und klappe die auf. Und ich könnte jetzt hier die Trapdoors setzen, dann geht es halt schön fort. Aber dann kann ich hier keine Blöcke mehr setzen. Und damit wir ein bisschen mehr Platz oben haben, setzen wir jetzt hier so Behelfsblöcke kurz. Setzen die Trapdoors dann von innen sozusagen dran. Klappen die dann auf. Und jetzt haben wir hier immer noch Platz, Blöcke zu setzen. Und es geht hier sogar bündig. Es ist, hier ist nicht so eine Ecke übrig. Also wenn hier jetzt die Trapdoor wäre, dann bleibt hier so eine Ecke übrig. Genau. Damit haben wir unser Geländer oben. Und... ja, jetzt fehlt eigentlich nur noch so, zum Beispiel kann hier jetzt wieder das Bett in die Ecke. Was ich noch gemacht habe, ist, weil das Ganze ja ein Wintergarten ist, hier die... oh, habe ich jetzt das Gras weg? Ah, Mann, Mann, Mann. Hier die Blumenkübel sozusagen. Ich gebe immer Flower ein, weil ich denke, dann finde ich die ganzen Blumen. Das ist nicht wahr. Okay, dann nehme ich hier so ein Rot und eine Gelbe zum Beispiel, damit hier einfach so ein bisschen ein Gewächshaus-Look ist. Hier habe ich ja den Zaubertisch rein, den zeige ich euch auch noch kurz, weil da musste man ein bisschen kniffen, damit man auf die, wie heißt das denn, Bookshelf, damit man auf die vollen 30 Level kommt. Und ein Schwert nehme ich mir auch direkt zum Testen. Also, ich setze mal hier bis zum Fenster 3 Blöcke und hier. Und dann kann ich schon mal den Tisch setzen und wir können mal gucken, also das gibt ja jetzt erst 12. Wir wollen aber ein 30er Enchantment Table. Das heißt, hier können wir auf jeden Fall noch welche setzen, ohne die Fenster zu blockieren. Und jetzt sind wir bei 22. Hier können wir noch eins setzen, wenn einen das nicht stört. Dann wird es ein bisschen schwer zum Durchlaufen, aber das geht schon. Dann steigt es wieder, 26. Hier kann auch noch eins hin. Ich weiß nicht, ob das einen Einfluss hat. Hier kann noch eins hin. Und die da oben, die kann man noch so zur Deko setzen. Ich glaube, wir müssen jetzt eigentlich schon bei 30 sein, genau. Und dann kann man hier noch Kisten hinmachen für den Enchanter zum Beispiel. Die Zauberbücher, hier kann man noch so ein bisschen lilanen Teppich machen, um hier die Holzblöcke zu verdecken. Hier kann noch so eine persönliche Kiste. Hier unten habe ich habe hier noch so eine Arbeitsecke freigeräumt. Das heißt, hier kann dann sowas wie der Amboss und so hin. Einfach damit es so ein bisschen für sich ist. Also da habe ich mir hier das, die ganze Palette, wo ist es denn? Hier, den da, den da, den da. Den da hier kann man cool an die Decke hängen. Ich setze mal kurz die da. Amboss könnte ja auch noch dahin, den habe ich jetzt gerade auf die Schnelle nicht gesehen. Und zwar könnte man hier an die Decke noch den da hängen. Das finde ich auch immer ganz hübsch. Und wo wir das gerade gemacht haben, ich mache das ja sowieso ganz gern, dass ich hier innen drin so ein bisschen mit Stufen noch die Ecken stütze sozusagen. Und wenn wir schon dabei sind, dann können wir auch gleich noch die Stämme ein bisschen stützen, indem wir hier unten dran wieder Trapdoors machen. Oder nicht Trapdoors, wie heißen die Dinger? Fencegates. So, zu viel Trapdoors und Fencegates diese Folge. Und wie ihr das Ganze hier jetzt mit Kisten einrichtet, das ist ja ein bisschen euch überlassen. Ich will da ja nicht hier irgendwas vorschreiben, das hat ja auch dann keinen Sinn. Genau, und damit sind wir eigentlich schon fertig mit unserem Eichenbiom-Haus sozusagen. Genau, und die Idee ist jetzt, dass ihr quasi Folge für Folge hier jetzt zum Beispiel ein Fichtenhaus hinkommt fürs Fichtenbiom oder ein Schneebiom oder so.
Natürlich, wenn es gar nichts geht, dann steht da halt am Ende nur ein Igloo, wenn es nur Schnee gibt oder so. Müssen wir halt schauen, was die Einschränkungen sind. Das heißt, in Zukunft gucke ich dann auch immer, was gibt's so in dem Biom. Ich zeige das am Anfang ein bisschen. Genau. Also schreibt gerne mal, was ihr so für Ideen habt für die Biome. Ansonsten würde ich sagen, war es das mit dieser Folge. Wenn ihr dieses Haus anschauen wollt, dann kommt ihr einfach auf den Bossos Crew Server und macht /warp-Bauwelt auf dem Creative Server. Und wenn ihr euch dann einmal komplett umdreht, also ihr taucht so auf, dreht euch einmal um, düst in diese Richtung. Und da seht ihr es schon, ist das Haus. Genau. Dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. In diesem Sinne, bis dahin, tschö mit Ö.